So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Silent Hill 3. Ja, das war mal wieder typisch ich, dass ich mal wieder nicht auf die Zeit geachtet habe. Moment, hier war ja nur der Schlüssel. So, ich werde gleich nochmal nach oben ins zweite Stockwerk gehen, wenn wir uns da nicht schon aufhalten. Aber wir befinden uns ja schon im zweiten Stockwerk. Deswegen werde ich gucken, weil ich habe irgendwas übersehen, weil viel mehr gibt es nicht. Deswegen werde ich nochmal in den Kreis gehen, in die Bäckerei und da nochmal alles kontrollieren. Also, mein Gott, ey. Was passiert, wenn man die Tastenbelegung kurz anders legt? Dann hat man nämlich keine Ahnung, wo jetzt was ist. Himmelarsch. Ganz kurz gucken, wie wir da hinkommen. Ich glaube, auf diesem Wege nicht. Doch, auf diesem Wege wohl. Das war hier lang. Läuft der Timer denn überhaupt? Ja, tut er. So, die Bäckerei, die war jetzt wo? Ich glaube, jetzt einfach mal die andere Richtung. Das ist auch der längere Weg. Ich bin mir dessen bewusst. Jetzt zumindest. Das ja nämlich direkt nebenan war. Das war direkt am Ausgang. Aber ich wollte halt nochmal gucken. So. Okay. Hier zum Beispiel haben wir eine Zange. Die habe ich nämlich vorher nicht gesehen, ich honk. Ja, ja, das passiert. Das passiert, wenn Freunde einem unter die Arme greifen müssen. Ich hasse das, wenn mir Leute sagen, was ich zu tun habe. So, aber mehr hat mein Kollege nicht gesagt. Er hat nur gesagt, ey, du Pfosten, du bist in der Bäckerei voll an der Zange vorbeigerannt. Und ich dachte mir auch nur so, halt doch einfach deine Fresse, Mann. Aber er hat mir zumindest nicht gesagt, was ich mit der Zange machen soll, aber es ist ja wohl so ziemlich offensichtlich, was damit jetzt geschehen muss. So. Wir sind hier. Wir gehen in unser Inventarmenü. Wir nutzen jetzt die Zange und es funktioniert. Ich werde das jetzt auch irgendwie anders hinbekommen. Sehr gut, jetzt haben wir den Schlüssel. Ich habe den mit Zange gefassten Schlüssel. Yeah, also nehmen wir den jetzt auch. Den mit Zange gefassten Schlüssel. Safe. Und wir gehen wieder zurück zum Kreis und jetzt... Oh, Jesus. Warum so viele? Oh, hier geht's nicht lang. Oh mein Gott. Was? Es waren aber ewig viele. Ganz schön mies. Na, sind von euch auch 15.000 Stück hier? Ah! Laufen wir voll in die Arme. Los, Hessa, Ausweichtechnik Nummer 2. Benutze den Schlüssel. Yeah! So, sehr cool. Was ist denn das hier für ein Laden? Sieht aus wie ein Musikladen. Einer, der leckt. Watercolor. Ah ne, Quatsch, das sind Bücher. Warum sind das Bücher? Das wäre Musikladen. Ah, das tut mir jetzt leid. Ja, klar. Haltet den Sparrows mal wieder für blöd. Ich habe da jetzt überhaupt nicht drauf geachtet. Es ist auch ewig spät. Es ist 3 Uhr in der Nacht. Und ich bin ewig müde eigentlich. Und aber da ich nicht schlafen kann, dachte ich mir eigentlich, ich spiele ein bisschen Silent Hill noch und versuche dann gleich nochmal ein bisschen zu pennen. Während der Part hier hochgeladen wird oder so. Keine Ahnung. Ja, so ist das. Ich bin einfach gerade irgendwie nicht auf der Höhe. Shakespeare-Anthologie. Yay, nehmen wir die ganze Scheiße einfach mit und da ist ein leeres Bücherregal. Dann ordnen wir die Scheiße doch einfach mal ein. Weil wir so human sind. Zack, rein da. Stellst du hier hin? Okay, ich sehe. Sehr gut. Ich kann hier von der Seite. Schön. Und ich sehe, dass da raus ein Bild kommen soll, also eine Zahlenkombination, die so nicht richtig ist. Okay, dann ordnen wir die jetzt mal anders an. Und zwar tun wir den wieder raus und den raus und setzen den einfach mal dahin. Und den dahin. Und raus kommt ein gewisser Wirrwarr an oberdimensionaler Scheiße. So, dann setzen wir dich einfach mal hier hin. Ja, das sieht auch nicht ganz richtig aus. Setzen wir dich hier hin. Sieht schon besser aus. Dich setzen wir hier hin. Ja, das sieht auch scheiße aus. Setzen wir dich dahin. Und dich dahin. Nee, das sieht auch nicht richtig aus. Dann nehmen wir den hier raus, setzen den hier da rein.
und machen das so. Nein? Okay, dann verschieben wir das alle, das Ganze mal. Und zwar nach links. So. Und schon haben wir eine 6950. 6950. Was uns diese Zahl bringen wird, weiß ich nicht. Das werden wir jetzt... Ah, okay, ich sehe. Okay. 69550. Keine schlaue Idee, die Kombination auf Buchrouten zu schreiben. Oh mein Gott. Wer ist das? Was ist das? Hey, wait! What's going on? Where is everybody? Those weird monsters? They have come to witness the beginning. Yay! The rebirth of paradise. Despoiled by mankind. Alles klar! What are you talking about? Don't you know? Your power is needed. How should I know? I am Claudia. Claudia. So what? Dachte ich mir auch. Ja, remember und? Me. And your true self as well. Also, that which you must become. Na. The one who will lead us to paradise with blood-stained hands. Claudia, right? Did you do all this? It was the hand of God. Ja, klar. Ganz ekelhafter Sound. Wait! Okay, somit habe ich unsere nächste Hassperson gefunden, und zwar eine Dame namens Claudia. Keine Maria, keine Lesbe, sondern eine Claudia. Schön. I don't get it. Ich auch nicht. What does she want me to remember? Super, was ist Heather jetzt? Ist ein Superheld? Die Auserwählte? The Chosen One? Lächerlich. Ja gut, wenn die meinen, die wäre jetzt so die Auserwählte, dann soll mich das jetzt nicht großartig stören. Ich will eine längere Waffe haben, so ein Stahlrohr. Ey, was ist das für ein Hintergrundsound? Was geht hier ab, Leute? Ich meine das Ernte. Yay, der Aufzug funktioniert, aber da will ich noch nicht rein. Ich will da noch nicht rein. Ich kann die Tür nicht öffnen. Ja, fuck me. Ah, warum habe ich das gemacht? Ah. Warum nur? Na, immerhin bekommen wir ein Radio. Nee, egal, ob es kaputt ist oder nicht. Mein Gott, ey. So, wo sind wir hier jetzt? Und wollte oben eigentlich noch einiges kontrollieren. Aber ich glaube, dafür haben wir jetzt nicht mehr die Möglichkeit. Oh, what the fuck. Is this a dream? Wollen wir hoffen. It's gotta be. Freude. Ach, ganz toll. Von einem Aufzug in den nächsten. Not even a kid could believe in this. When am I going to back up? Ja, das wäre jetzt langsam an der Zeit, würde ich sagen. Okay, die Welt von Silent Hill 3 ist um einiges krasser als das, was ich bis jetzt hier erlebt. Oh. Hundis. Bitte. So, na fuck. Verfickte Scheiße. Komm, da sind doch Sachen drin. Wollte ich schon gesagt haben. Ewig viele Gesundheitsdrinks.
unser Lieblingsgetränk. Eine Ampulle, yay! Die gibt's ja auch, schön. Und ein Speicherding. Das wieder. Ja, überschreiben bitte. Dankeschön. Oh, das gefällt mir so. Überhaupt nicht. Wenn ich ganz ehrlich sein darf und soll. Jetzt kriege ich schon wieder Schluck auf. Mal gucken, wie viel Munition habe ich denn eigentlich? 30, das heißt, ich werde doch mal meine Knarre auspacken. Sicher ist sicher. Und ich schaue jetzt mal auf die Karte. Gott, ist ja so laut hier. Die verschlossenen Türen wieder liebe. Okay, wir gehen weiter raus. Moment, von da kamen wir. Da habe ich noch nicht alles kontrolliert, von der Decke ran. Von hier aus komme ich. Oh, was ist hier los? Ah, fuck! Los, Hesser! Scheiße! Okay, Hesser, cool bleiben, Hesser. Gerade jetzt nicht... Gerade nicht in Panik! Okay. Das war der erste Hilferaum hier. Das heißt, ich muss jetzt nach links. Ja. Ah, Scheiße, komm schon, sei offen. Ah, leck mich. Ah, fuck. Sind bestimmt sauber, weil ich die Gargamel genannt habe. Gargamel genannt, getauft. Ach, warum ist das Ding hier so ruhig? Warum ist es jetzt so ruhig? Okay, denkt nur eine Hälfte von der Leiter, hast du auch, glaube ich, gerade erwähnt. Gott, 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 ich sollte eigentlich mal einen Gesundheitsdrink nehmen. Weil sonst wird die Alte ihres Lebens nicht mehr froh. Haben wir hier noch überall. Eigentlich noch so viele Räume hier, ey. Das Ding ist so ewig fucking groß, ey. Das gibt's nicht. Hä? Fuck hier! Ah! Oh, Scheiße. Telefon, Hilfe! Aber ich find's cool, das sind wir da schon, glaube ich, gerade die größten Gegner, die ich in der feinen Filmgeschichte jemals gesehen habe. Die Endbosse nicht mitgezählt. Obwohl, ich glaube, es gab auch keinen so großen Endboss. Ob die Pyramid Heads hier auch wieder auftauchen? Das wäre genial. So, Achtung, schalten Sie das Licht aus, wenn Sie den Raum verlassen. Es ist offensichtlich, wenn es nicht ausgeschaltet wurde. Was? Achso. Ah. Da ist ein Lichtschalter. Im Moment ist es an. Ne, wir machen den nicht aus. Wir machen den im nächsten Part aus. So, ich speichere nochmal. So, ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie ich. Das kann doch alles sehr interessant werden hier in Silent Hill 3. Weil ich fühle mich quasi komplett neu, komplett verloren. Also es ist eine komplett andere Spielweise, andere Welt. Also wie gesagt, das kann sehr interessant werden. Gut. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Part wieder dabei, wenn es heißt Let's Play Silent Hill 3. Also bis dahin, euer Sparrix. Toodaloo!